NC. Jo, hi Leute, grüßt euch. Ich bin hier am Golf 5, Golf 5 Plus oder jedes andere Fahrzeug, was am Turbo ölt. Wollte ich euch das hier zeigen. Das ist so ein Adapter, was da vorne hinkommt, damit sozusagen dieser Ansaugschlauch angeschlossen wird. Was ich gemerkt habe, ich habe ihn gerade rausgezogen und die Dichtung hier drinne, die war komplett verdreht. Ich versuche es jetzt nochmal rauszunehmen, obwohl ich es nicht mehr wollte, weil ich will euch das mal zeigen, dass die verdreht war. Jetzt sieht man das hier schlecht. Doch, man sieht diesen Knick hier. So, ja, vielleicht seht ihr das hier ganz gut. Komm mal darüber bitte. Der Knick ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgegangen, weil ich habe es jetzt wieder richtig eingebaut. Doch, hier sieht man den Knick ganz gut. Also sie war falsch eingebaut. Zusätzlich war da hier auch nochmal, wenn ihr es sehen könnt, so eine Abdruckstelle, sage ich jetzt mal, wo der wirklich ja einfach so reingedreht worden ist und da lag die ganze Zeit falsch. Also gut, dass ich auf jeden Fall da nachgeschaut habe. Das mache ich dann nachher wieder besser. Also hier sieht man noch den Knick ganz gut. Der war wirklich nicht richtig drin. Das andere ist auch noch, habe meinen Turbo gerade überprüft. Der ist soweit noch in Ordnung. Hier unten seht ihr aber, wie das hier so rausölt. So, und dann seht ihr da unten diesen roten Schlauch. Machen wir die Beleuchtung ein bisschen breiter. So, ziehen wir, genau. Und das war alles, was jetzt hier rot ist, war alles pechschwarz, okay? Also das ganze Schlauch hier war pechschwarz. Das andere ist auch, dass an diesem Ansaugrohr ist auch das Verbindungsstück von der Kurbel, Gehäuse, Entlüftung. Da läuft so ein Rohr dann praktisch da direkt rein. Und ja, natürlich gibt es auch Turbos, die dann halt auch ein bisschen rausölen mit der Zeit. Wahrscheinlich auch meiner. Aber kommt noch zusätzlich dazu, dass die Kurbelgehäuseentlüftung die ganzen Blow-By-Gase genau da rein schießt. Und deswegen habt ihr dann mit der Zeit irgendwann alles hier voll. Ihr seht selber, wie nass das da oben ist. Das heißt, es wird von oben runtergetropft. Komm mal bitte rüber. Genau. Und jetzt werde ich dann mal ein bisschen hinzoomen, damit ihr sehen könnt. Ja, die nasse Fläche, sage ich jetzt mal, kommt wirklich von oben. Ich werde euch das versuchen im Video irgendwie zu zeigen. Ihr seht auf der linken Seite, ja, ungefähr auf, ich sage es mal, 8 bis 9 Uhr, da seht ihr, dass das Öl sehr, sehr frisch ist und überall anders ist es schon sehr, sehr trocken. Ja, und durch den Fahrtwind und so weiter und so fort setzt sich das hier natürlich an und läuft dann irgendwann diesen ganzen Rohr herunter. Ja, es häuft sich dann immer mehr und mehr. Vor allem, wenn ich dann gesehen habe, dass auch noch diese Dichtung hier bei mir krumm und schief drin war, da wundert es mich nicht. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für die Beleuchtung, aber ich denke, das kann sich gut zeigen lassen. Turbo habe ich auch überprüft, hat kein Spiel, minimalst, ja, dafür auch. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Was ihr auch noch darauf achten könnt, ist, wenn ihr euren Wagen startet, beim Ausmachen einfach mal die Welle überprüfen, ob die weiterhin sich wirklich mittig dreht oder ob sie anfängt zu eiern. Denn wenn sie anfängt zu eiern, dann ist das auch ganz klar. Aber hier schlechte Beleuchtung, ich weiß, Leute. Ich weiß. So, jetzt vielleicht besser. Bisschen, naja. Ich gebe mein Bestes. Aber wie gesehen, wie gesagt, wir haben hier keinen Abrieb am Gehäuse und auch das Verdichterrad sieht sehr, sehr gut aus, lässt sich gut drehen. Also von daher kann ich sagen, Gott sei Dank, der Turbo ist noch in Ordnung, aber es hat hier rausgeölt. Wahrscheinlich ist es auch schon ein Anzeichen, dass der Turbo dann natürlich irgendwann jetzt bald, vielleicht den nächsten kommenden 50.000 oder vielleicht auch, vielleicht mehr, weiß nicht, den Geist aufgibt. Aber natürlich mit der Zeit verliert irgendwann ein Turbo halt auch ein bisschen Öl. Das kommt aus den Lagern. Und aber hier seht ihr ganz gut jetzt, wie es da runter tropft, ja. Und wenn der Kollege hier nicht dicht hält, läuft es halt da runter, beziehungsweise so. Jetzt hatte ich zu viel Summ drin. Ich hole euch hier gerade mal diese Ansaugbrücke. Ich sage es mal, das ist so ein Ansaugrohr. Und dann werdet ihr sehen, wo die Kurbelgehäuseentlüftung sozusagen reinläuft. Und deswegen ist auch diese Oil Catch Can ganz gut, die ich euch immer wieder in meinen Videos gezeigt habe. Ja, weil hier könnt ihr sehen, was sonst passiert mit der Zeit.
So, und hier könnt ihr sehen, das ist das eine Rohr, was ich gesprochen habe. Das ist praktisch hier verbunden und dann ist es da unten verbunden. Und so läuft es hier alles runter von der Kurbelgehäuseentlüftung. Das wird hier angeschlossen, wo ist das Adapterstück hier. Ne? Das sieht ja auch alles voll mit Blow-By-Gasen bzw. ja, Dämpfe, Öl und so weiter und so fort. Das ist das, was natürlich alles verstärkt mit der Zeit. Und dann habt ihr natürlich da unten echt so eine Süffe, sage ich jetzt mal. Gut, aber man kann es auch gut von hier aus sehen. Da unten ist es sehr, sehr frisch. Das heißt, es tropft da langsam runter. Jetzt hier alles hier mal richtig einbauen. Und dann ist es erstmal wieder clean, sage ich jetzt mal. Genau. Also, das war's von mir erstmal. Mehr habe ich gerade nichts zu sagen, aber das auf jeden Fall überprüfen. Die Dichtung, die war hier komplett verdreht da drinne. Und ihr seht selber jetzt, wenn man sie wieder rausnimmt mit der Zeit, dass die sich wieder verformt. Also die hat nicht wirklich richtig dicht gehalten. Das Dumme ist nur, dass wenn er irgendwie von außen noch Luft reinzieht, diese Luft ist natürlich nicht gefiltert und nicht so toll halt für die Turbine bzw. für das Verdichterrad. Denn ja, die Luft, man weiß ja nie, was da reinkommt. Es ist immer besser, es kommt aus dem Luftfilterkasten. Dann ist es auch immer gefiltert. Alles klar, Leute. Also, das war es kurz von mir. Checkt es bei euch ab. Vielleicht ist eure Dichtung auch komplett kaputt, wer weiß das schon. Und ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bis dann. Ciao, ciao. Peace. NC. In the place to be. NC.